Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total Warhammer 3. Wir befinden uns derzeit im Reich von Khorne und da sind wir direkt mal Miao Ying über den Weg gelaufen. Sie ist geschwächt, denn sie ist im Marschmodus und deswegen muss ich sofort angreifen. Neben der Tatsache, dass ich ohnehin in ihrem Kontrollbereich war und hätte nicht weglaufen können. Ach, wird das schön. Weil unsere Truppe halt leider auch angeschlagen ist und uns fehlt halt eine Chaosfurien-Einheit. Sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fernkampfeinheiten. Oh, so much fun. Ja, wir werden hier definitiv nicht verlustfrei rauskommen. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Dafür fehlt ihr aber tatsächlich die Nahkampfpower, wenn wir jetzt mal von ihren beiden Terrakotta-Kriegern absehen. Also, ich kann auf jeden Fall nicht hinten stehen bleiben, ne? Ich muss halt hier echt pushen. Und die Frage ist, wie ich das jetzt hier am dümmsten mache, weil die wird halt hier... Oh, ich weiß, wie ich das mache. Wir haben doch diesen tollen Modus, bei dem wir jetzt hier einfach mal sagen können, du bist. Wir machen das so, ganz eiskalt. So, wir können die Schlacht direkt am Anfang starten und de facto eskalieren. So, denn wir haben ja die Möglichkeit, sehr früh anzugreifen. Fünf schicke ich auch irgendwie hier rum, hinten rum. Und du fliegst hier noch. Wir haben immer noch diese tolle Krankheit am Laufen. So, Pause! So, du und du, ihr rennt jetzt erstmal dahin. Du hast Anti-Large-Bonus. Du greifst die Jade-Lanzenreiter an. Du rennst dahin. Du rennst dahin. Okay. Ihr Flattermänner macht hier richtig Bambule, indem ihr hier drüber fliegt. Du fliegst jetzt hier auch einfach mal rein. Und setzt, also genau genommen würde ich aber sagen, du greifst das hier an. Und unterwegs wirst du hier irgendwie was dieses ablassen. Ihr greift das da an. Das da. Das da. Das da. Und das da. Und jetzt gucken wir mal, wie es laufen wird. Ja, komm, ich mache jetzt direkt schon mal das jetzt hier drauf. Dann kannst du jetzt auch noch hier außen rumgehen. Ihr greift jetzt hier die Arti an. Hier haben sie irgendwie mal gedacht, sie bleiben stehen. Okay. Ihr rückt jetzt hier noch näher ran. Wir werden hier schon richtig hart beschossen. Und da ist schon ein Terrakotta-Krieger jetzt an uns dran. Okay, ihr greift jetzt noch mit an. Ihr geht da noch mit rein. Und ihr geht da noch mit rein. Ihr müsst einfach jetzt hier alle folgen. Sonst wird das hier nichts. Du musst jetzt hier noch außen rum. Die Artillerie angreifen. Und dann ballert ihr jetzt hoffentlich mal hier ordentlich rein. Okay, ich kann hier wunderbar schon mal meine Einheiten erneuern, das ist was Fantastisches. Miao Ying hat Interesse daran, jetzt hier mit mir den Nahkampf zu suchen. Ihr geht noch näher ran. Ihr Flatterviecher, sucht euren Kampf noch da drüben. Hier wanken schon einige. Was bekomme ich jetzt hier oben Schönes? Oh, das ist nice. Das machen wir sofort rein. Das ist Schaden für alle. Der Gegenseite. So, Miao Ying bekommt hier gerade ordentlich ihr Fett weg.
wo ich Feinde zum Fliehen bringen kann, werde ich es jetzt tun. Das sind Jadekrieger, die sind problematisch. Die müsst ihr noch mit angreifen. Du da noch mit angreifen. Du fliegst noch dahin, weil das noch Eisenhagel schützen. Wir verbessern jetzt hier mal den Nahkampfangriff von den allen hier. Er hat hier gerade ganz schön was zu tun, wenn ich ehrlich bin. Du gehst da noch mit rüber. Ihr macht euch mal da raus. Okay, wir haben gewonnen. Sehr gut, jetzt geht es nur noch um die Jade-Krieger hier. Das Miao Yin kämpft nicht mehr. Ja. Das ist jetzt unser lustiges Triell jetzt hier, ne? Ihr verfolgt die hier noch. Die Wauzis verfolgen ja auch. Und wir heilen jetzt hier gerade eben mal ein paar Einheiten. Vor allem ihn. Er hat hier noch so einen richtig unangenehmen, naja, Duell-Rahmen am Start. Zack, komm jetzt, mach diesen blöden Kerl fertig. Naja, er schafft es einfach momentan noch nicht. Angriff. So, den ersten hat er gefällt. Hier soll er eigentlich nicht mehr im Nahkampf sein. Das hilft mir nicht weiter. Aber wenn ich jetzt seine Rüstung hier senke, das hilft mir weiter. Sorgen wir dafür, dass die hier nicht mehr wegrennen können. Na also, umgehauen. Wow. Also er hat nur 77 Kills gemacht, aber diese Kills sind halt 30.000 Schaden wert. Okay. Da hat jemand auf jeden Fall mal klar gemacht, wer hier der Boss ist. Ich glaube ernsthaft, dass ich hier die Barbaren des Lanisch absolut ersetzen muss gegen irgendwelche Dämonetten. Oder ich verzichte komplett auf sie und gehe lieber auf noch mehr Kavallerie. So. Habt ihr es jetzt hier bald mal? Kann doch nicht so schwer sein, die hier alle niederzumachen. Aber anscheinend kann das so schwer sein. Also diese Vorhutaufstellung ist so OP, weil halt die gesamte gegnerische Artillerie überhaupt nicht eingesetzt werden konnte. So fantastisch. Und der Rest war Micromanagement. Ja, ich glaube, jetzt können wir sie springen lassen. So, wir haben aus einer knappen Niederlage einen knappen Sieg gemacht. Wir haben wieder eine Einheit verloren. Das Schlimme ist, sobald die irgendwie auch nur ein bisschen Erfahrung haben, sterben die. Obwohl das gar keinen Sinn macht, weil... Ja doch. Nee. Sie zerfallen dann später, wenn sie schon zu wenig Leute haben. Und dann ist es halt zu spät, ne? Dann sind sie halt ganz schnell zack, zack, zack weg. Aber auf jeden Fall ist bei ihr hier quasi die gesamte Truppe erledigt. Nur noch sie selber ist da. Wir gönnen uns jetzt hier mal wieder nochmal ein bisschen Nörgelruhm. Und haben sie damit jetzt hier komplett aufgehalten. Ihn müssen wir auch noch aufhalten. Unterhalt
für Barbaren des Lanisch reduziert, bringt uns aber alles nichts. Opal-Amulett bringt uns nichts. Wir haben, und das ist wirklich jetzt fantastisch, weil wir Miao Ying geschlagen haben, sehr kalt und immer noch unnahbar. Ansturmabwehr und Experte und Nahkampfabwehr plus 3 für die gesamte Armee. Und selber für ihn nochmal plus 4 Nahkampfangriff, weil er ein Angriffsexperte jetzt geworden ist. Demon Prince. Okay. Mehr als jetzt hier dumm rumstehen kann ich jetzt nicht. Jetzt muss ich ja noch die Oger stellen. Was die nächste Herausforderung sein wird mit dieser halbtoten Truppe. Will ich jetzt hier den Blitzschlag? Nee, den brauche ich immer noch nicht. Sklave. Kostenreduktion für Bewegen der Verstärkungsmarkierung. Fraktionsweit. Das ist halt stark, weil es fraktionsweit ist. Der große Zauberer. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Ob ich da was machen soll. Faulfliegen, Seuchendrohnen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Mehr Ruhm brauche ich halt jetzt nicht unbedingt gezielt. Jetzt nur noch Dämonettenkram. Erfolgschance für Heldenaktionen. Das ist nice, weil es für alle Helden gilt. Rekrutierungskosten generell reduzieren. Einkommen durch Überfälle. Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen. Hier nochmal diese Herrschaftsboni. Ich glaube, ich gehe jetzt auf den erfahrenen Diplomat und vollende den Blitzschlag. So, und jetzt schauen wir mal. Wir haben wieder einen Kopf bekommen. Es ist der messingbesetzte, angriffslustige Hörnerkopf. Der bringt halt nur wieder Ruf zur Macht. Und nicht nur das, es gab hier nochmal die Doppelhörner. Im Zauber Beulenpest. Mit Trefferpunkte, aber ansonsten ist er nicht viel dabei. Bei den Flügeln gibt es jetzt hier die Fliegenwolke. Und Rüstung. Was macht die Fliegenwolke? Oh, das ist mega gut. Sorry, das muss ich nehmen. Er hat jetzt auch die Fliegenwolke. Er hat dadurch jetzt hier 90 Nahkampfabwehr im Nahkampf. Linker Arm. Jonas Schicksal. Nee, das machen wir nicht. Rechter Arm. Seelenraub. Brauche ich auch nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den Rostfluch brauche. Auf der anderen Seite finde ich halt das Chaos-Tor halt auch so angenehm. Hat ein wirklich netter Zauber. Sehr wenig Schilde da. Und sehr wenig kolossale Kolben. Gucken wir mal, wo wir gerade eben hier stehen. Wir haben jetzt hier schon eine ganze Menge hier uns freigeräumt. Als nächstes können wir die erhabenen Dämonetten theoretisch uns holen. Hier haben wir... darf ich mal bitte gucken? Einkommen durch das Niederreißen von Siedlungen. Verlustverstärkungsrate plus 5 alle Armeen. Und coole Boni, die da zusammenkommen. Mehr Kontrolle. Gefangenen Opfer nach der Schlacht. Einkommen durch das Ausrauben von Siedlungen. Chance auf Abwehr des Hinterhalts. Es sind so krasse Boni, die sie akkumulieren. Und hier bekamen wir Kontrolle für jeden gleichzeitig geführten Krieg. Mit Nachbarfraktionen allerdings nur. Einkommen durch Überfälle. Dann hier gibt es später noch mehr Angriffsbonus für Furien. Korneinheiten bekommen einen Bonus auf Infanterie. Hier gibt es dann später noch mehr Nahkampfabwehr für Furien. Hey, da werden Furien ja richtig stark noch. Werden ja Furien richtig stark. Hier gibt es dann noch mehr Waffenschaden. Rüstungsdoktrinen, Waffenschaden für Furien. Und wir haben jetzt gerade hier noch mehr 10% mehr Geschossstärke bekommen. Und noch mehr Geschwindigkeit für Furien. Ja, wir kommen so langsam aber sicher an die Grenze, wo wir uns entscheiden müssen. Halte Zugriff auf noch der mächtigere Dämonengeschenke. My minions proved capable. Wir schauen uns das dann nochmal an, wenn es dann soweit ist. Marvelous.
Hey, wir haben jetzt das Trollfjord. Ich freue mir. Und er kann tatsächlich jetzt eigentlich sogar eine Armee aufstellen. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder hierhin zurück. Die Pagaisbucht. Das wird eine Weile dauern, bis das Ding sich hier einigermaßen wieder eingegroovt hat. Geld haben wir auch, aber wir können nicht zu viel damit tun. Hier kann ich nochmal ein bisschen Geld verdienen. Huch. Wo war die Maus gerade? Keine Ahnung. 300 Geld und noch mehr Verteidigung rein. Dann nehmen wir noch bei Burg Alexandronov das Ding unter die Augen und stellen fest, wir können hier nichts tun. Okay. Nee, ganz im Ernst. Oder? Ach komm, ich baue jetzt ausnahmsweise mal diesen Außenposten. Ich baue ihn jetzt einfach mal. Wir haben den Züchterclan kennengelernt. Der freut sich sehr, uns kennenzulernen. Bereit, einen Haufen Geld dafür auszugeben. Das gebrochene Rad haben wir jetzt auch kennengelernt. Sind jetzt auch große Fans von uns. Faulige Klaue möchte auch militärischen Zugang. Jetzt, wo es alle haben, will er es auch. Aber es gibt noch keine weiteren Bündnisangebote. Und schon gar nicht Vasalisierung. Okay. Das heißt jetzt, dass ich jetzt aber bei ihm ja auch meine Festung reinbauen kann. Das ist nice. Bei ihm muss ich das nicht. Aber ich sehe jetzt auch, dass ich dadurch jetzt hier halt auch Einheiten direkt von Skarbrand bekommen kann. Naja, guck mal. Wir gehen jetzt in den nächsten Turn. Ein sehr wichtiger Turn. Bin gespannt, was die Oger tun. Denn ich muss die Oger auf jeden Fall ausschalten. Die sind halt echt ein bisschen ätzend als Gegner. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie gegen meine Nörgelfront Probleme bekommen kann. Und vor allem gegen meine Rosa Horrors. Nö. Betrete jetzt hier keine weitere Kriegsgründe hier. Mal der großen Bestie für ihn. Oder Mal des Morkar. Ich glaube, dass es für ihn tatsächlich interessant ist, wenn er das Mal der großen Bestie, das Mal des Morkar hat, dass er schneller ist. So, der baut jetzt auch einen Außenposten. Nice. Er ist jetzt da oben unterwegs. Ich hoffe, du störst dich nicht daran, wenn ich dich jetzt einfach mal ein bisschen begleite, mein Freund. Denn wir haben ein, zwei Sachen zu diskutieren. Ach, der Außenposten muss natürlich erst errichtet sein. Das macht erschreckend viel Sinn. Wie schnell sind die? Nur 28. Das ist halt echt nicht schnell. Die haben halt Infanterieabwehr. Das bringt mir halt gar nichts. Die würden mir aber was bringen. Ganz im Ernst, ich schmeiß die raus. Und ich hole zwei von denen jetzt hier rein. Meine Armee ist dadurch halt nicht voll. Aber ich habe dann Anti-Large-Einheiten in meiner Armee. So, Trollfjord wird weiter ausgebaut. Die Diplomatie wird immer besser mit der Magozippe jetzt hier. Das ist fantastisch. Hockenmeister. Schutzbündnis. Demnächst vasalisiere ich die alle noch. Wenn das so weitergeht. Ey, ohne Witz. Ich baue hier echt wirklich eine Chaos-Tide auf. Das habe ich am Anfang eher so im Scherz gesagt. Aber inzwischen glaube ich selber dran.
Muss halt bloß hoffen, dass ich niemals irgendeinen von denen um seine Seelen erleichtern muss. Oh, die haben eine helle Barde. Das ist mal was Neues. Ja, der will auch nicht Angriffspakt. Bezahle den Preis und du sollst es haben. Dein gesamtes Geld kommt aus Diplomatie. Dämon. Fraktion vernichtet die wandelnden Toten. Ruhm des Ziehens habe ich nochmal bekommen. Ja, hier bleibt es gerade eben bei plus 3. Das ist angenehm. Oh, und in einem Turn kann ich auf die höchste Stufe gehen. Okay, wo sind jetzt die Ogre? Oh, oh, oh. Ja, sie müssen jetzt... Oh Gott, der hat so viele von denen. Das ist jetzt ein bisschen ekelhaft. Aber wir müssen ihn wegmachen. Sonst holt er sich jetzt nämlich die Seele. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Das Spiel sagt sogar seinen Pyrosieg. Die einzigen Einheiten, die ich verlieren würde, sind mir total egal. Ich frage mich halt, ob ich es besser hinbekomme, wenn ich selber spiele. Vor allem auf dem Gelände. Und wir probieren es. Wir probieren das noch in dieser Schlacht. In dieser Folge. Probieren wir diese Schlacht noch. Wir haben halt nur einen Anti-Large-Bonus. Ich habe aber nicht viel Anti- nicht Large. Außer ihm und die da. Deswegen will ich da gerade eben gar nicht so pessimistisch sein. Wir können ja wieder... Wir können direkt oben stehen. Wir können den High Ground jetzt schon besetzen und für uns nutzen. Hier sind noch ein paar Ogre, die mich aber nicht interessieren müssen. Ich weiß, dass der Feind irgendwo hier steht. Ja, jetzt sehen wir sie sogar schon. Stellen uns hier noch so hin. Das sind einfach nur Ogerbullen. Die ich mir jetzt hier im Nahkampf kralle. Und die stehen ja halt echt jetzt total ab vom Schuss, ne? So, Gefecht starten, Pause. Ihr macht jetzt einfach einen Schritt nach vorne. Währenddessen ihr... Ja, das sind die Eisenwänze, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Ihr stürmt jetzt einfach mal die gesamte Bande hier an. Ja, ihr habt richtig gehört. Meine Jungs stürmen die an. Ihr fliegt hier drüber hinter sie. Du stürmst das da an, du gehst hier außen rum. Und dann sehen wir mal weiter, was ist als nächstes passiert. So, okay. Ich kann ja die Führerschaft gleich schon mal senken von all denen hier. Um 16. Dann fehlt nämlich nicht viel und die rennen weg. Die rennen weg. Ja, wir haben die Flucht ausgelöst. Das da oben ist hier noch der kritischste Punkt. Chaos Warriors of God. Repositioning.
Wir machen mal diesen Eisenwanz hier mal etwas entrüsteter. Da haben die Ogerbohlen sich nochmal gesammelt. Die fliehen hier wieder. Muss da nochmal ein bisschen mithelfen. Noch sind alle Einheiten hier voll am Start. Du verfolgst. Ah, nee, die haben sich gesammelt. Nicht mehr folgen. Du musst jetzt mal den großen da schon den Steinjack da holen, weil der ist ein Problem. Hier könnten, wenn wir Glück haben, demnächst ein paar weglaufen. Jetzt wanken sie endlich alle, der Armilos ist nah. Der Steinjack wurde gefällt. Jetzt gibt's hier kein Halten mehr. Wer kämpfte da überhaupt noch? Ne, ohne Witz, ich weiß nicht, der da kämpft noch. Rhesus selber kämpft noch. So, wir reduzieren mal seine Rüstung. Jetzt ist er nackig. Ehrlich gesagt ist das etwas, was man eigentlich gar nicht sich vorstellen will. Aber er bekommt dadurch jetzt halt auch ordentlich Schaden. Also leben wir damit. Wirklich fliehen kann er halt auch nicht. Er ist aus irgendeinem Grund unerschütterlich. Er hat irgendwie ein Item, nehme ich mal an. 104 Nahkampfangriff. Zack. Einfach zerlegt den Typen. Meine Fresse. Wir haben 2 verloren. Oh nein! Nein! Wir haben sogar eine Einheit Rosa Horrors verloren. Auf der anderen Seite, wir hatten eh zu viel. Aber warum konnten nicht die sterben? Ich meine, die hatten noch nicht das Gold-Level. Gut, vielleicht haben sie es jetzt. Dann mag ich halt echt, ne, die Oger sind halt auch eher so eine Fraktion. Wer heute flieht, kann morgen kämpfen. So ein bisschen. So, da hole ich mir jetzt mal was Korniges, denn wir sind ja schließlich auch im Reich von Korn. Jetzt strahlende Flagge. Handelseinkommen. Einkommen aus allen Gebäuden, das ist eher interessant. Aber nur die lokale Region leider. Das ist traurig, dass es halt einfach ein Bonus ist, den wir überhaupt nicht nutzen können. Immerhin können wir schon mal die Chaos-Ritter uns holen, aber die Ritter des Untergangs, da fehlt noch was. Oh, eins von beidem brauche ich. Ja, aber ich gebe das Geld jetzt aus. So. Kurti hat's fast geschafft. Kann sich jetzt hier erstmal wieder hinsetzen und ich will mal wissen, ob Kurt hier eigentlich sich so ein Buff, also so eine Waffe holen kann oder ob er irgendetwas anderes bekommt, wenn er da hingeht. Das finde ich sehr, sehr interessant, die Überlegung. Oh Gott, ich muss jetzt hier echt erstmal aus der Reichweite von denen. Wird aber wahrscheinlich nicht hinhauen. Wieder 2 Erfahrungspunkte.
Ja, ich gehe jetzt auf den erfahrenen Diplomaten und vollende ihn. Jetzt ist die große Frage, was rekrutieren wir in unsere Armee noch rein nach diesen Verlusten? Chaosritter, das ziehen schweren jetzt echt eine Bank. 71 Nahkampfabwehr? Wieso? Um Himmels Willen. Join the Ruinous Crusade. Moment. Moment. This will suffice. Ich spare mal gerade eben das Geld. Ich will diese Einheit jetzt hier haben. Die sind relativ günstig für uns. Uns zwei? Ja, schon mindestens zwei. 71? Wo kommt das her? Okay, ein Teil könnte von hier kommen. Nee, kommt's nicht. Ich habe eine Menge Fragen, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich hole mir allerdings auch nochmal einen von denen hier. Nur um zu gucken, was er dann kostet. Wir bleiben jetzt eh erstmal ein bisschen stehen hier. Nein, Cerelus mache ich hier garantiert nichts. Okay, Turn 65 soll es werden. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ich freue mich, falls ihr ein Abo dagelassen habt oder euer Däumchen. Und ja, schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Da bin ich nämlich immer sonntags, montags, mittwochs und manchmal auch an anderen Tagen live. Je nachdem, was ansteht. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.